Hallo Leute, mein Name ist HotzaC und willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft. Letztes Mal haben wir den Item Sorter hier unter mir gebaut. Und heute wollen wir hier oben eine Goldfarm hinzufügen, so dass wir dann letztendlich auch Items haben, welche wir sortieren können. Das Design für die Goldfarm ist basierend auf einem Tutorial von Eric on his period. Er macht das auf Deutsch. Ich werde den Link unten in der Beschreibung verlinken. Nun, wie wir hier sehen, wenn wir das Rechteck anschauen, es ist nicht gleichseitig. Wir haben eine schmale Seite und eine lange Seite. Und wir werden nun... ich habe mehr als nur drei Blöcke. Hier auf der langen Seite gehen wir 19 Blöcke raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Wunderbar. Und dann auf der schmalen Seite, da gehen wir nur 18 Blöcke raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Und damit, weil die Seite ja ein bisschen länger ist als die, wenn wir nun die Enden hier in einem Rechteck verbinden, haben wir außenrum für die Spawn-Plattform haben wir ein Quadrat. Nun, da ich die Gänge hier auf allen Seiten gemacht habe, verbreitern wir das hier am Ende überall noch mit zwei Blöcken auf jeder Seite. Und das hilft den Zombie Piglins, denn das ist der Mob, den wir in dieser Farm brauchen. Das hilft denen hier den Weg in die Mitte zu finden. Wir sind hier ja in einem Nether Waste Biome und das heißt, ihr könnt theoretisch Piglins, das sind die, mit denen man Gold bauen kann und dann gewisse Sachen zurückbekommt. Zombified Piglins, das sind diejenigen, die wir für diese Farm brauchen, aber wir können auch Endermen und Ghasts bekommen. Und indem wir die Spawning-Plattform hier mit Magma-Blöcken machen, stellen wir eigentlich sicher, dass wir keine Piglins haben und keine Endermans. Was wir immer noch haben können, sind Ghasts. Und Ghasts benötigen einen recht großen Bereich, auf dem sie spawnen können. Und um die Ghast-Spawns zu vermeiden, werden wir oben, denn wir machen die Farm 2 leer, das ist der unterste, und dann haben wir hier nochmals einen zweiten Layer. Und da werden wir, ich mach mal eine ja, so geht's auch. Haben wir hier den zweiten Layer
Und wenn wir jetzt hier drüber, ja, vielleicht mache ich mal hier auf dieser Höhe den inneren Ring fertig, so dass wir sehen können, wie das Ganze in etwa aussieht. Wie ihr sehen könnt, habe ich nun den inneren Ring der obersten Plattform gemacht und wir haben bereits einige Spawns hier, auch wo wir sie nicht erwarten würden. Da hinten sind wir ein bisschen im Crimson Forest. Das heißt, da könnten dann auch andere Mobs spawnen. Hier in den Ecken haben wir zusätzlich eine 6x6 Plattform. Und nun werden wir ganz zu oberst, werden wir zuallererst die Glasplattform errichten, so dass wir sicher sind, dass alles, was wir darunter erstellen, dass darüber keine Ghosts spawnen. Für das gehen wir hier mal von jeder Seite zwei Blöcke rein, zwei Blöcke rauf. Und dann machen wir mal ein Quadrat aus Glas. Und dann gehen wir in diese Richtung vier Blöcke. Und da haben wir dann einen weiteren Ring aus Glas und dann nochmals vier Blöcke raus. Und nochmals einen Ring aus Glas. Und natürlich auch auf dieser Seite vier Blöcke Glas. Und dann können wir das Eck hier schon mal verbinden. Und natürlich vier Blöcke und wieder Glas. Und das rundherum an allen vier Ecken. Und dann können wir in aller Ruhe die Plattformen darunter bauen. Ich habe stark das Gefühl, dass ich nicht genügend Glas habe, nicht genügend Magma-Blöcke. Aber wir werden sehen, wie weit mein Vorrat reicht. Und wenn nicht, muss ich halt weitere besorgen. Die Ringe sind nun alle platziert. Und ich habe mir auch ein neues Paar Stiefel gegönnt. Diese hier mit Frostwalker 2 anstelle von Depthstrider. Und das erlaubt uns hier auf den Magma-Blöcken normal zu laufen, ohne dass wir Schaden nehmen. Und das sollte das Ganze ein bisschen beschleunigen. Nun hier die oberste Plattform, die ist dann nochmals 10 Blöcke tief. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau, so dass wir auf dieser Seite vom äußersten Ring haben wir noch zwei Blöcke von unserer Spawning-Plattform. Und nun heißt es, all dies rundherum zu platzieren und alles dazwischen einzufüllen.
Und hier habe ich definitiv das Gefühl, die Magma-Blöcke, die ich gesammelt habe, reichen dafür nicht aus. Dafür habe ich ein bisschen mehr Glas, als ich brauche. Mal schauen, wie weit wir kommen. Die Spawning Layer sind nun fertiggestellt, der obere und der untere, oder fast fertiggestellt. Wir brauchen noch ein paar Verfeinerungen, aber wie ihr sehen könnt, haben wir da doch einiges an Zombies drauf. Und hier in der Mitte habe ich auch unsere Plattform entsprechend erweitert, so dass wir hier hinter dem Glas werden wir stehen. Da haben wir einen kleinen Gap, wo wir durchreichen können, um die Zombies mit dem Schwert zu schlagen. Aber rundrum haben wir diesen Gürtel. Und hier wird auch noch zugemacht, so dass wir letztendlich hier im inneren Bereich sicher sind. Und das, was dann noch fehlt, ist, wir sollten wahrscheinlich sicherstellen, dass wir hier oben alles abdecken. Nicht, dass sie per Zufall hier runterspringen und uns dann von unten erreichen können. Hier auf dieser Seite habe ich ein bisschen Gleis gelegt, weil wir brauchen da draußen ein Zombie, der sicherstellt, dass die anderen Zombified Pigmen auch die ganze Zeit alertet sind, dass sie mit uns verrückt sind, so dass sie weiterhin angreifen. Hier in den Ecken braucht es einen Wallblock, um zu verhindern, dass sie versuchen, hier übers Eck in die Mitte zu kommen. Und dann müssen wir natürlich das Gleiche auch noch auf der oberen Ebene platzieren. Alle Kleinigkeiten sind gefixt und ich habe hier unten auch eine Kiste platziert, wo wir all unsere Gegenstände reinpacken können. Sollte doch was schief gehen. Und dann müssen wir eigentlich nur noch die Maschine hier unten anschalten. Okay, das sieht gut aus. Dann hier noch. Das klingt auch gut. Was wir wahrscheinlich noch brauchen, ist Bogen und ein Pfeil. Denn wir müssen einen Pigman verärgern, so dass sie auf uns zugerannt kommen. Und genau das sollte nicht passieren. Nun denn, zweiter Versuch, der wird genau gleich fehlschlagen. Aber was ich wissen muss, ist, wie kommen die Zombified Pigmen, wie kommen die zu mir?
Ah, da unten rum. Okay. Dieser alternative Weg sollte nun gestopft sein. Und ich habe hier auch das Layout ein bisschen verändert. So dass wir hier etwas mehr Platz haben, dass wir auch die Zombified Piglins wirklich erreichen, während wir hier auf dem oberen Block stehen, so dass wir zu dem da hinten, unserem Gewissen, Sichtkontakt haben. Also, nächster Versuch. Ja, das scheint zu funktionieren. Und wie ihr seht, bekomme ich einiges an XP. Und wir haben da auch einiges an Drops. Interessant sind in erster Linie die Gold Nuggets und die Gold Barren. Und ich denke, wenn wir lange genug warten, dürften die Zombies sogar von alleine sterben, weil sich zu viele da drin befinden. Oder will. Ja, genau. Nun passiert. Und zumindest in 1.18 generiert das noch XP. Aber mit dem 1.19 Update ändert sich das. Ist noch nicht ganz optimal. Wir bräuchten wahrscheinlich hier auch noch Hopper drunter. Da wo wir jetzt unsere Kisten darunter haben. Weil dann würden alle Items, die wir hier haben, auch aufgesaugt. Das Bedenken, das ich ein bisschen habe, ist, dass wir zu viele Drops haben für die Hopper darunter, so dass okay. Sind leer. Ein gutes Zeichen. Was heißt, unsere Farm oder die Hopper können mit der Geschwindigkeit der Farm mithalten und wir verlieren keine Items, eigentlich nur die, die hier vorne auf den Trapdoors landen, nicht aber die, die auf den Hopper landen. Ja. Ah, das sieht ganz gut aus. Ich denke, ich werde hier noch die letzten Verfeinerungen anbringen. Und dann können wir schauen, was wir in einer 30 Minuten Session alles an XP und an Goodies bekommen. Nun denn, wenn wir uns mal in die Kisten anschauen, die ersten drei sind leer, das sind ja die, wo unsere Ingots reinkommen und da haben wir wahrscheinlich noch nicht genug, dass überhaupt die Filter bereits angefüllt sind. Aber hier haben wir in der ersten Kiste fast eine Reihe an Golden Nuggets.
Und ich habe 36 Level. Und dann wollen wir mal schauen. Ich habe hier ein bisschen umgebaut. Mal sehen, wie sich das anfühlt. Dann schauen wir mal. Okay, nicht schlecht, nicht herausragend. Aber hier eine volle Doppelkiste. Und dann noch etwas mehr, das heißt 30 Minuten eine Doppelkiste an Nuggets. Und wir sind von Level 36 bis Level 80 gekommen, was doch einiges an Level sind. Nun, ich denke, die Farm, die funktioniert so, wie sie soll. Aber das war's dann auch schon von dieser Episode. Und nächstes Mal werden wir wahrscheinlich nochmals eine Farm bauen. Diesmal in der Oberwelt. Aber ich möchte noch nicht zu viel zu verraten. Drum schaltet einfach wieder ein, wenn es heißt, ein weiterer Tag in Minecraft. Bis dann, tschüss!